Servus und willkommen, hier ist wieder euer Eis von Bucket Support. Ich möchte euch das Plugin Welcome Book Version 2.0. Zuerst, was ist das für ein Plugin, beziehungsweise was macht dieses Plugin? Das ermöglicht euch, in Büchern Rege reinzuschreiben. Und wenn die Leute das erstmal auf euren Server sind, dann bekommen die automatisch diese Bücher in ihren Inventar und können damit die Bücher lesen. So ermöglicht euch keine Schilder mehr zu schreiben, was, sag ich mal, mittlerweile nicht mehr so schön aussieht, wenn man alles auf Schildern schreibt. Das kann man wirklich bequem mit Büchern machen. Gut, wir laden uns hier die Welcome Book Version 2.0 für die 1.4.6, aber geht natürlich auch 1.4.5 geht natürlich auch für die 1.4.6 Beta Version. Gut, wir klicken einfach hier rein. Dann haben wir hier natürlich die Information. Wir können das zwar per Befehle in der Konsole machen, aber wir machen das jetzt im Editor Modus. Das heißt, hier stehen eigentlich die ganzen Regeln. Und hier stehen natürlich die Permissions. Wie man Permissions einträgt, werde ich auch gleich nochmal zeigen. Gut, einfach in den Plugins Server starten, dann wieder stoppen. Das ist nämlich ganz wichtig, um die Konfiguration zu bearbeiten. Dann sollte sich der Ordner in dem Plugins Ordner Welcome Book generieren. Und natürlich ist auch dort eine Config YML. Die öffnen wir natürlich wie immer mit Notepad++. So, dann haben wir hier in Zeile 5, da fängt es eigentlich an. First Join Enabled gleich True, das heißt, ob das Plugin aktiv sein soll, ja oder nein. In dem Sinne, weil wir es ja installiert haben, sollte es natürlich auch aktiv sein, also lassen wir es auf True. Dann haben wir die Books to Give, das heißt, wie viele Bücher existieren sollen. Standardmäßig werden es nur zweimal geben. Das ist einmal das Testbuch und das Rulesbuch. Wenn ihr natürlich noch mehrere Bücher generieren haben wollt, dann gehen wir einfach hier runter. Ganz zurück, das ist ganz wichtig, denn wieder davor, denn minus Leerzeichen, ich nenne das jetzt einfach mal Regelbuch, so sollte das Buch heißen. So, dann haben wir hier unter Books die Bücher, die automatisch erstmal generiert werden. Da haben wir hier das Testbuch, was natürlich hier oben auch drin steht. Dann haben wir hier den Buchnamen, wie das Buch heißt, das ist in dem Sinne das Willkommensbuch. Und hier natürlich den Autoren, das kann man natürlich editieren nach Bedarf. Dann stehen immer pro Zeile die Seitenzeile, was in diesen Büchern drin stehen sollte. Ich werde jetzt hier diese zwei Bücher einfach unverändert so drin stehen lassen. Dann haben wir hier die Rules. Ist der Server Rules, also Serverregeln. Das ist der Autor, der Server. Und dann haben wir natürlich hier die Regeln. Natürlich wollen wir jetzt ein neues Buch erstellen. Das machen wir jetzt einfach. Ich kopiere mir jetzt einfach das Rules-Regel mit STRG C. Kopieren wir das einfach. Geben einfach Enter. Gehen komplett zurück und mit STRG V fügen wir dieses Buch wieder ein. Dann müssen wir natürlich, es ist auch ganz wichtig, dass wir das richtig schreiben. Darum mache ich einfach mit STRG C kopieren. Und mache einfach mit STRG V für einfügen. Dann haben wir hier schon mal das Regelbuch. Da schreiben wir jetzt einfach Regelbuch und der Autor als 1976. So, gut, das heißt, wir haben das jetzt geändert. Das heißt, wir haben jetzt hier das Regelbuch. Das Buch heißt Regelbuch und das ist der Autor Eis 1976. So, jetzt werden wir natürlich die Dateien definieren bzw. abändern. Da habe ich natürlich Link in der Videobeschreibung, die Farbcodes. Das heißt, ich mache mir das jetzt einfach in ein Grün, das heißt und A erstmal. Da schreibe ich jetzt einfach und A. So, erstens, da schreiben wir jetzt zum Beispiel und C ist ein Rot. Da schreiben wir jetzt zum Beispiel rein, zum Beispiel kein Spam. So, dann geht es natürlich weiter in die zweite und A.
So, zweitens, das ist natürlich immer pro Zeile und pro Zeile ist immer pro Seite. Da machen wir jetzt auch, ja, und C machen wir auch ruhig. Da schreiben wir jetzt zum Beispiel kein Griefing. So, dann schreiben wir natürlich jetzt hier in der dritten Spalte 3 und C. Da schreiben wir natürlich jetzt rein kein Hecken. So. Kein Hecken. Das können wir auch ruhig hier reinschreiben. So, und dann nehmen wir das jetzt hier mal raus. Dann geht es natürlich hier weiter unten und A. So, viertens, und da schreiben wir und C. Da kann man zum Beispiel reinschreiben, keine Mods. So, dann kann man natürlich hier ganz unten schreiben wir und K. Das werden wir auch uns gleich nochmal anzeigen lassen. Das heißt, ich lasse mir jetzt einfach dieses und K einfach mal hier in diese Spalte mit rein. Und schreiben einfach und 4. Das ist nämlich ein Dunkelrot. Und da schreiben wir jetzt zum Beispiel bei Eis 1976. Und da könnte man zum Beispiel das bei Rot schreiben. Und das Eis, das schreiben wir jetzt mal zum Beispiel in ein, ja, Dark Aqua, also ein, ja, in einem Blau. Das schreiben wir jetzt zum Beispiel in eine 3. Und 3 ist das zum Beispiel. Dann schreiben wir einfach hier und 3. Gut, wenn wir eigentlich alles fertig haben, das heißt, diese Leerzeichen lasse ich erstmal drinnen. Das heißt, hier müsst ihr jetzt automatisch, wenn wir das Buch dann öffnen auf dem Server, da müsste denn die vierte, fünfte, das, die sechste Seite leer sein und in der siebten denn nur noch bei Eis 1976. Wenn wir das haben, dann speichern wir das einfach ab. Und es ist natürlich ganz wichtig, wenn ihr auch natürlich diese Bücher haben wollt, und ihr wart aber schon mal auf diesem Server, dann müsst ihr natürlich vorher in eure Welten rein, in die Player rein, und hier stehen automatisch die Player drin. Die müssen natürlich dann gelöscht werden, aber bitte achtet darauf, wenn ihr diese Player löscht, dann wird automatisch den ihre XP-Level sowie die Items in ihrem Inventar komplett geleert. Gut, ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Game. Ja, und wir sehen uns natürlich noch nicht im Game, weil ich natürlich die Permission noch mit euch eintragen möchte. Ja, da haben wir nämlich schon das Fenster nämlich geschlossen. Dafür öffne ich mir einfach meinen Bucket-Ordner wieder. Gehe in den Plugins, ist es natürlich ein Permission-Plugin erforderlich. Das macht man mir die Bilder auf. Ich habe natürlich wie immer Permission X. Guckt einfach in meinen Kanal, wie man Permission X installieren kann. Habe ich schon endlich Tutorials gemacht. Ich gehe in dem Sinne in Permission X und natürlich in Permissions YML. Auch das öffne ich natürlich wie immer mit Notepad++. So, das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel, möchte ich den Admin, wenn der natürlich nicht in der OPS drin steht, beziehungsweise hier hat einen Co-Admin, nehme ich den jetzt hier einfach mal, zu meinem Supporter zum Beispiel, der soll zum Beispiel ja, das Plugin bearbeiten können in-game. Das heißt, da mache ich mir erstmal eine Rautezeile und schreibe hier einfach Willkommensbuch. So, und dann gehe ich einfach zurück. Minus Leerzeichen, und dann können wir jetzt in den Permissions eintragen, was wir möchten. Das heißt, wenn wir volle Berechtigung haben wollen, dann geben wir einfach nur Willkommensbuch.stern, oder ja, dass sie nur spezielle Rechte, hier steht zum Beispiel exportieren, den Spawn, Delete, die Liste kann man dann abrufen, das Set und sonstiges.
Ich sag mal, für die Member ist es eigentlich nicht erforderlich, weil die kriegen einfach nur das Buch und mehr sollen die eigentlich nicht können. Dann können wir das uns kopieren und tragen die einfach nur ein. Dann hat dieser Supporter zum Beispiel die Rechte, alle Befehle von Willkommen. Danach speichern wir dieses ab und dann starten wir den Server und wir sehen uns jetzt gleich im Game. So, und nun sind wir im Spiel. Ich gehe natürlich wie immer auf den Multi, wenn wir mal darauf kommen. So, und wähle mir meinen Testserver und ja, trete einfach mal bei. Das heißt, ich werde euch jetzt nur noch hier im Game zeigen, dass auch alles funktioniert hat. Das heißt, ich habe mich aus den Welten nochmal komplett rausgelöscht, dass das alles funktioniert. Das heißt, wenn ihr natürlich drinne bleibt in dieser Welten und, hatte ich auch euch schon mal erzählt, würden diese Bücher nicht generiert. Ja, und hier haben wir natürlich die Bücher. Ja, und ich muss ganz kurz mal hier rausgehen. So, ich kann auch ruhig laufen. Hier haben wir zum Beispiel das Willkommen-Buch. Da haben wir unser Server und hier haben wir natürlich unser Regelbuch. Gut, ich muss aber trotzdem hier mal rausgehen, würde ich sagen. So, und klicke einfach mal mit rechts auf und da hier steht zwar kein Spam. Dann gehen wir mal auf die zweite Seite, kein Griefing, so wie wir es eigentlich eingestellt haben. Kein Hacken, ja, keine Mods, denn sollte diese Seite jetzt leer sein, was wir ja in dieser Config auch leer gelassen haben. Das ist auch hier, ja, 6. Gar nichts. Ja, und dann hier bei Ice 1976. Das heißt, hier haben wir zwei Farben. Gut, natürlich können wir auch die Goods lesen. Hier natürlich alles nochmal in Englisch. Das hatten wir ja hier nichts geändert. Hier sieht man zum Beispiel alles, ja, wie wir es gerne haben möchten. Ja, das ist dies und K zum Beispiel. Ja, und natürlich auf das erste, ja, Willkommen. Hier kann man eine kleine Willkommensnachricht machen, wie man das gerne haben möchte. Ja, also dieses Plugin funktioniert. Sollten natürlich Fragen zu den Plugin, so postet einfach in die Kommentare. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, bye bye. Euer Eis von Bucket Support.